Ja. Ja, mit Jesus. Was soll das bedeuten? So, und dann das vierte Plakat. Ne? 9, 9, 9? Was soll das sein? Das ist doch Wo? was. 999, die vierte Wede, die 2, 3, da steht Tapit drauf beim Ja. vierten. Und ja. Ach, da sind Und die rechts und links 9. da, dieses komische Zeichen. Das sind Das ist doch. Sechsen. Das sind Sechsen. 666, the number of the beast. Das ist irgendwas Böses. Ah. Ah. Satanmäßig. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator. Und wir haben ja hier einfach mal staumäßig angehalten auf der Raststätte, so mitten auf der Straße, um eine Pause zu machen. Jetzt ist auch die Zeit weitergeschritten, Viertel vor zwei ist, heiß wird ja bald schon wieder hell. Und wir sind nach wie vor zu dritt unterwegs. Hallo Preuße. Moin Moin! Hallo Falcone. Hallö! Ja, dann würde ich sagen, fahren wir los. Oh, ich muss erstmal sehen, dass ich hier rauskomme mit meinen ganzen Trailer-Gedöns. Was parkst du da auch ein? Ich weiß schon genau, warum ich mich da nicht reingequuschelt habe. Moa. Aber das sieht gut Und aus. jetzt rückwärts Ah, wieder was? einparken. Na gut, auf wie geht's? Was haben wir denn zu schaffen hier? 288 Meilenskis. Kriegen wir hin, ne? Ist Kriegen doch wir ein hin. ganzen Sprung. Alle hopp. Was habe ich heute So. gelesen? Habe ich auch der Nicole weitergeschickt. So ein Zettelchen wieder, ne? Also ein typisches Facebook-Zettelchen. Da stand dann, wenn du die Katze vom Sofa hebst und sich das anhört wie ein Klettverschluss, dann wollte sie da nicht weg. Ja. Das sind so Dinger, da könnte ich mich manchmal begeiern, du. Ich muss immer gleich das Kopfkino anmachen, was? Ups. Ja, kann wohl sein. Ach ja. Ach, die KI ja wieder eilig an dir vorbeikommen und dich dann ausbremsen, Alter. Ja, das war schon immer so, ne? Ey. An dir vorbei links, dann rechts rüberfahren und dann in die Ja. Eisen gehen. Ja. Aber warum, das wissen sie selber nicht. Ja, nur weil es Spaß macht, weil sie es können. Weil sie es können. Wir sind bei Richtung The Dalles. Nicht Dallas, The Dalles. Edge. Sonst hätte man ja sagen können. Ja. Haben meine Eltern früher geguckt. Ich habe mich da nie so sehr für interessiert. Das eine oder andere habe ich mal gesehen, aber das war alles nicht so, nee, war nicht so meine Welt. Ja, die kleine süße Lucy Ja. mit ihrem Hausfrauen-Porsche. Ja. Ich kann mich wohl erinnern, damals hat man so einen komischen Witz gehabt. Das Dallas-Auto. Wie geht das noch? Wenn das anmachen willst, ne, starten willst, dann machst du das ja, 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 ne? Und wenn du dann aussteigst, die Tür zu machst, tschock. Ne? Und wenn du dann fährst, dann macht das PEM, weil ein Reifen geplatzt ist. Und dann macht das Bobby, 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 Bobby. Ja. Oder dann, wenn du dann irgendwie den Gang nicht richtig hast, dann macht er zu. Gott, ja Gott, das muss gewesen sein. Anfang der 80er. Alter Vater, ich bin so alt. Extremely Das hätte ich jetzt so nicht gesagt. Ich hätte gesagt, meine Güte, hab ich schon viel erlebt. Ja, da In kommt den er. jungen Jahren. Ja. Oh, Dampel. Das war die Zeit, ne? Meine ist grün und die andere ist auch grün. Trere, grüne Ampel. Ich fahre mal langsam weiter, ne? Wäre nett, ja. Ja.
Es war so die Zeit, da war auch gerade so dieser Zauberwürfel in jeder. Wirklich jeder hatte so einen scheiß Zauberwürfel. Ich hätte so gern einen gehabt, aber ich habe ums Verrecken keinen gekriegt. Ich habe mir dann einen geholt im neuen Jahrtausend irgendwann mal. Was meinst du jetzt, den Zauberwürfel? Ja, den Kubiks. Ach so. Ja. Den Verdrehwürfel. Das war ja Anfang der 80er, kam der ja raus. Und dann hat wirklich, ich kann mich erinnern an Szenen, habe ich vor meinem geistigen Auge im Schulbus gesessen und von den, weiß ich nicht, 80 Kindern da drin hatten 75 das Ding in der Hände. Und ich habe mich da auch so für interessiert. Ich habe gebettelt zu Hause, ich habe keinen gekriegt. Na, zu teuer, Quatsch, brauchen wir nicht. Scheiße. Zu teuer, das Ding hat bloß ein paar Mark gekostet. Ja, nu, aber ich kriegte das nicht. Nicht auch nicht. Ne? Boah, ja, DDR. Jetzt, DDR gibt es sowieso nicht. DDR. Naja, vor allen Dingen, der kam ja aus dem Osten. Echt? Ja, ja, Ungarn. Ja, ja. Ah, okay. Ungarn. Okay. Und, gut, wir hatten denn auch ihn. War nicht ganz gut. Weil das nämlich, so dieses logische Denken fördert. Ja. Ja, und auch dieses, sozusagen Vorausdenken. Mhm. Weil, das ist so wie beim Schach. Du musst immer ein paar Züge voraus sein. Ja. Ja, ja, was ist die? Bei uns in der Klasse hatten ja eine, die Westkontakte hatten und Westpakete gekriegt haben, die hatten ja dann auch irgendwann diese Dinger. Mhm. Ich war eine arme Sau, ich hatte keine Westverwandtschaft. Ah. Ja, wir hatten schönen Ostwürfel noch. Also hier, so im Originalen. Fahre ich jetzt hier mit zwei Ossis durch die Gegend? Echt, wa? Ja. Aber das ist ja unglaublich. Ja. Ja. Mach dich vom Acker hier. Hat Nico mir auch gerade so ein Bild geschickt. So ein Bild ist so eine Wiese, da steht so ein Zossen auf der Wiese und guckt runter auf so einen Maulwurf, der gerade aus dem Maulwurfshaufen kommt. Und der Maulwurf sagt, mach dich vom Acker, Gaul. Und der Zossen so, Hals, Maulwurf. Ja. Also ich war in meiner Klasse einer von beiden, die keine Westverwandtschaft hatten. Oder ich hatte keine Westverwandtschaft und der andere war Sohn von Polizisten. Und die durften keine Westverwandtschaft haben. Nein, die durften keine Westverwandtschaft haben. Ist ja schon verrückt, oder? Naja, offiziell. Und ich war wenigstens noch so privilegiert, ich konnte Westfernsehen gucken. Und sein Vater hat es verboten, dass der Westfernsehen guckt. Der war eine arme Sau. Ja. Der war so weit von ausgegrenzt, weil der konnte ja nichts mitreden. Ja. Die arme Sau, weißt du? Aber ich konnte ja wenigstens noch beim Fernsehen mitreden, aber der war wirklich eine arme Sau. Was hier? Schon wieder Wittergä? Was? Wittergä. Was ist denn Wittergä? Gewitter. Ah, nee, ich nicht. Moment nicht. Nee. Ist ein also Privatgewitter, hast eine einzelne Wolke nur für dich. Ja. Mit Blitzlicht fotografieren. Ja. Aber ich fahre doch ja kein Elektrofahrzeug, ich brauch doch keinen Blitz. Tja. Weißt du gar nicht, dass du elektrisch bist? Ja. Die haben dir eins untergeschoben, sagen das mit China. Das wird sein, ja. Aber ich muss sagen, bei mir fängt es jetzt auch gerade dran zu regnen. Aber da müsste ich ja hier durch die Gegend summen. Ja. Damals in den 80er Jahren, wie die neue deutsche Welle kam. Habt ihr die mitgekriegt noch? Nee, das war so gerade meine Jugendzeit, ne? Das fing ja erst an, so da habe ich auch Spaß dran gehabt, war extra breit, weißt du? Hurra, hurra, die Schule brennt und Polizisten. Ja, ja, ja. Ja, und dann ging das ja richtig los mit der deutschen Welle. Dann kam der Hubert K. mit seinem Sternenhimmel und der Goldene Reiter und Ideal. Genau. Monotonie in der Südsee, Melancholie bei 30 Grad. Flieg nach Hawaii, wir sind auch dabei. Flieg nach Tel Aviv. Zum Minimaltarif, flieg nach Eschnapur, dem Tiger auf der Spur, flieg nach Babylon,
Hotel mit Vollpension. Ach ja, und dann der Oberhammer war ja dann hier Trio, ne? Da, ja, da, da, da. Bidim, bim, bidim. Da, 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 da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ach ja. Ja. Neue Deutschwelle, da sind wir noch. Da bin ich drin aufgegangen, das war schön. Autobahn. Ich sehe den Sternenhimmel. Wir fahren auf der Autobahn. Bar. Mein Maserati fährt 210. Schwupps, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ja, 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 ja. Kleine Taschenlampe brennt. Schwab, ich lieb dich in den Himmel. Oh, dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. Ja, das war meine Sturm- und Drangzeit. Oh, das hab ich mit meiner Schwester gemacht, Hammer. Einen Kassettenrekorder laufen lassen und dann haben wir gesungen. Und dann haben wir dann aufgenommen. Ist denn die neue deutsche Welle auch im Osten so gefeiert worden und habt ihr die gekannt und gehört oder war ja, das eigentlich ja, nur ja, so ja, bei ja. uns im Westen? Doch bei euch auch, ne? Ja, ja. Mhm. Also, wie gesagt, ja, wenn du Westfernsehen hast, hast du ja dann ist Parade geguckt oder hast Formel 1 oder. Ja, Formel 1, ja. Und oh, wie hieß es da mit Ilja Richter? Disco. Licht an, Sport an. Ja, Disco, ja, das war dann auch Disco. Schon bald zu Ende dann, ne? Ja, aber bei ja, der ja. Formel 1 Disco. War ja dann mit dem Peter Illmann und ich glaube, war das nicht auch genau. der Ingolf Lück, der die moderiert hat da? Da kam dann hier Frankie Goes to Hollywood, das war dann schon so nach der neuen deutschen Welle, ne? Ja, wie das, also können Relax, wir ja auch, don't do wenn it. Wenn du Westfernsehen hattest, konntest du ja alles sehen. Mhm. Ja, da hast du ja auch die Musik mitgekriegt. Ja. Wir hatten dann halt, wir waren ja in der Nähe, also ich bin ja in der Nähe von Berlin aufgewachsen. Und wir hatten ja dann noch die Berliner Sender wie RIAS, Radio im amerikanischen Sektor ist gewesen. Die haben ja nur immer geile Musik und fast ohne Unterbrechung gebracht. Und auch so Musik gemacht, dass du halt die auch aufnehmen konntest. Ne? Aha. Und auch nicht immer so dazwischen gequatscht, also das war eigentlich ganz gut. Ja. Naja, das mit dem Zwischengequatsche, das lag ja auch daran, dass du das halt nicht aufnehmen konntest. Ne? Ja, ja. Und hier und das, beim Rias haben sie extra dazu gemacht, dass du das aufnehmen ja. konntest. Und weil denn da gab es dann auch irgendwie so. Da ging es halt auch um das Finanzielle. Ja, klar. Weil die dann mehr Geld gekriegt haben. Wenn sie dazwischen gequatscht haben, als wenn sie den einfach haben so durchlaufen lassen. Warum eigentlich? Ja, das mussten die Redakteure da fragen. Die sich da dran eine goldene Nase verdient haben. Hm. Irgendwer verdient an alles, ne? An den letzten ja. Scheiß, ey. So, jetzt wird's aber hell, nicht? Es wird hell. Das geht gleich auf. Was ich ja auch feststelle, von diesen alten Liedern von damals werden jetzt manchmal noch in neue Songs wieder so Teile eingebaut. Da habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal gehört im Radio. Mhm. Das war dieses Abra, Abra, Kadabra. Da, 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 di, da, 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 da. Das kommt nämlich auch von damals. Und ganz ehrlich, mir fällt auch jedes Mal auf, die Versionen von damals, die Originalen, die fand ich viel schöner. Das Neue, da ist dann manchmal irgendwie so ein furchtbar aufdringlicher Schlagzeugrhythmus dann mit drin oder so ein Sprechgesang, so ein Rap-Scheiß, und das mag ich nicht. Und dann denke ich immer, Mann, da müsste man vielleicht die alten Titel nochmal irgendwo ausgraben. Das ist manchmal schwer. Das sind wirklich Anfang der 80er Jahre gewesen teilweise, aber da war das noch. Ja, das ist schon öfter. Jetzt wartet der Dödel hier. Fahr doch einfach drüber, ey. Gegenverkehr wird schon anhalten. Ihr werdet jetzt Rot haben. Soll ich mal warten? Aber ja, Rot haben wir nicht gehabt. Da wollte er links abbiegen. Ja, ich bleib mal hier stehen. Ihr seid ein bisschen zurück. Hm. Also ich meine jetzt hier in der Strecke. Ach, guck mal, hier rechts. Hier rechts, da wo die Wolke ist, ja, da wird wieder Mess gekocht. Was wird gekocht? Mess. Ja, irgendwas machen sie doch. Weil, warum sollte der Schornstein rauchen?
um diese Jahreszeit. Schwiegermutter wurde verbrannt. Ja. Ihr seid ja so weit zurück. Ah, da sind sie. Ich bin mit der Kamera jetzt über euch. Oh, da vorne steht sie. Hinterer Kreuzung. Ja. Jeder bitte nur ein Kreuz. Ja, zur Kreuzigung, ja. Verstehe. Ja. Hinter der Tür links jeder nur ein Kreuz. Danke. Zur Kreuzigung. Nee, Freispruch. Was? Oh. Ja, sie haben gesagt, ich hätte nichts gemacht, ich könnte meineswegen sehen. Na, dann mal nichts hier ab. Nee, war nur Spaß, ich habe Kreuzigung. War nur Scherz, ja. Ah, verstehe. Sehr gut. Weiß ja. Ja, jeder nur ein Kreuz, ich weiß. Der Film ist Bombe, den habe ich auch auf Blu-ray. Ja. Den muss ich mir immer mal wieder rausholen. So, ich komme dann wieder rausgefahren hier. Wenn die mich lassen. Bei der ganzen KI. Ja, ihr habt ganz schön was mitgebracht hier. Ist ja unglaublich. Ja. Ich habe mich mit der KI mal vorbeigeschlingelt. Ja, ich habe es gemerkt. Ihr habt mich beide hängen lassen jetzt hier. Das hast du davon, weißt du? Willst du mal warten? Der wird gleich ausgenutzt. Ja, so sind wir Ossis. Ja, ganz furchtbar, ganz schrecklich. Klein ungemein. Da hängt sie wieder. Da hoffentlich hinterlässt keine Spuren am Hals. Ja. 45, ich muss jetzt 50 fahren und komme trotzdem nicht hinterher. Ihr macht irgendwas verkehrt. Ist aber Wahnsinn, ne? Also ich fahre hier wirklich 45 und die KI fährt aber 35 oder so. Und wechselt die Spur. Warum? Ja, dann fahre ich rechts, ist mir jetzt auch egal. Haut doch ab, ey. Nö, wir fahren. Also ich fahre 45 hier. Nö, vorschriftsmäßig. Ja. Ich auch. Hab 45 eingeloggt. Na, nicht ganz. Oh, Gesundheit. Das Knöpfchen noch rechtzeitig gefunden. Oh, bitteschön. Mal gleich mal den Bildschirm putzen. Ne? Da müsst ihr da lang. Nee, das ist ja gar nicht auf dem Monitor. Doch. Das regnet doch. Schon wieder im Spiel. Nee, das ist. Gesprenkelt. Ich höre hier einen Zug. Ach ja, hier ja, fährt ja, er ja. Doch. Ja. Links neben uns. Lynkos. Ich höre nur hier so. Tum, 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 tum. Wenn man gute Ohren hat. Aber haben sie auch schön gemacht. Wahrscheinlich sitzt hinten irgendwo Sheldon Cooper und sagt: Du hast deinen Stick vergessen, 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 du hast deinen Stick vergessen. War doch, hat er seinen Stick vergessen und dann, verdammt, was mache ich denn? Sagt er, ach komm, genieß doch die Zugfahrt und genieß das schöne, die schönen Geräusche da von den Schienen, ne? So wie er denen das gesagt hat erst. Und dann okay, du hast deinen Stick vergessen, du hast deinen Stick vergessen. Ja, ich guck die gerade wieder. Ich bin jetzt mit der zweiten Staffel 55. Wieder fertig. Ja, ich hab aufgeschlossen. Ich hab heute das erste Mal. Fahr doch rüber mit deinen 55. Nee, da muss er vorher noch mal abbremsen. Ey, die KI, die ist so knetendämlich hier. Nee, ich hab heute durch Zufall mal gesehen, diese Bialik, oder wie sie heißt. Ja, also Miriam Bialik. Hm? Die Amy. Freundin, Amy Farrah Fowler. Genau, die Freundin von Jill. Mhm. Die hat ja dann noch mal eine eigene Serie. Aha, ich habe den YouTube-Kanal von ihr mal verfolgt. Ich habe tatsächlich mal mit ihr gechattet. Und das heißt irgendwas mit Cat. Aha. Da hat die, na, wie sagt man jetzt so neudeutsch, so ein Streichel-Katzen-Café. Okay. Hat sie aufgemacht. Mhm. Und da erzählt sie denen halt so, wie das passiert ist, wie sie dazu gekommen ist. Und dann. Mhm. Aber das ist teilweise nur, da denkst du dir, also wer so was guckt, ja. Leid, aber bei denen ist die Welt einfach vorbei. Also die, ich habe ja auch schon gesehen, den YouTube-Kanal von ihr, wo die so von dich zu Hause mal was gezeigt hat, ein bisschen erzählt hat und so. Ich fand die ganz sympathisch. Und ich finde das manchmal interessant. Ne? Ich finde das mal ganz interessant, so der Charakter,
Amy, den man ja aus der Serie kennt, und dann mal den Schauspieler dahinter mal so ein bisschen zu sehen. Ne? Zum Beispiel den Jim Parsons, den kenne ich ja eigentlich auch nur als Sheldon Cooper und der ist ja ein bisschen durchgeknallt. Und wenn ich dann jetzt den Schauspieler mal irgendwo sehe, dann finde ich das immer, muss ich mich so ein bisschen umgewöhnen erst. Das finde ich sehr interessant. Ja. Wir sind doch hier auf dem Hinweg schon lang gefahren. Weil der Bär und der komische Typ da, der da auf dem Dach steht. Kann's haben, weiß ich nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Die standen vorhin auf der anderen Seite. Ich habe nur nach möglichst gemeinen und nickligen Anhängern geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Siehst du, guck mal, da abartig. Kommt schon wieder ein Zug. Ja, der Zug küt, würden die Kölner jetzt sagen. Der Zug küt. Na, ich habe ja nicht gewusst, dass der eigentlich schwul ist. Ja, der, das habe ich irgendwann mal gehört. Ja, der Jim Parsons. Ja. Also hier, Olle Sheldon. Ja. Ja. Aber der spielt die Rolle dermaßen mit Bravour. Ich habe letztes Mal gelesen, dass der bei einigen Dingen unheimlich Schwierigkeiten hatte, diese ganzen unheimlich komplizierten aus der Physik die Zusammenhänge so runterzuknallen, so schnell. Oder auch hier, was er am schwersten gefallen ist, das war zum Beispiel die Regeln zu erklären von Stein, Papier, Schere, Echse, Spock. Ja. Da hat er sich unheimlich an abgebrochen. Sagt er, manchmal trifft er Fans, die sprechen ihn an, die wollen das dann spielen. Und dann ist er mal gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Jetzt muss aber einer aufhören, Spock zu nehmen. Das fand ich auch so gut. Da haben die mal Charade gespielt. Da mussten die anderen raten, was einer ist. Da war man immer irgendeine Figur aus irgendeiner Serie oder so. Meistens bei denen ja von Star Trek oder so, ne? Und so, fertig. Jetzt ist Sheldon dran. Und Rajesh sofort, bist du Spock? Das ist ein blödes Spiel, sagt er. Oder auch, ja. Guck mal, hier steht wieder die Lok. Ja. Da sind wir vorbeigefahren. Jupp. Naja, Lok. Da müsste ja gleich der Parkplatz kommen. Mit der fetten Kuh. Ja. Oder, nee, mit dem fetten Kalb. Ist ein Kalb eigentlich. Nee, was ich meine, ist Barney Stinson. Der Typ, der die Rolle spielt. Der ist ja auch stockschwul. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. So wie der die Rolle spielt. Da denkst du, das ist so ein kleiner Frauenheld. Wer? Na, Barney Stinson von How I Met Your Mother. Ach, der Blonde. Ja. Ah, okay, ja. So, ja, stimmt. Der. Der ist auch schwul. Der Frauenheld macht er. Ja. Ja, der hat auch gut gespielt. How I Met Your Mother habe ich auch ab und zu mal geguckt. Fand ich ganz nett. Aber so die besten Serien, wo ich immer mal wieder reingucke, das ist für mich immer noch Big Bang Theory. Und Roseanne hole ich auch ab und zu mal raus. Da habe ich auch die Folgen alle auf der Platte liegen. Ja, gucke ich immer mal wieder gerne. Und vor allen Dingen, wenn du Roseanne gesehen hast und guckst dann Big Bang, triffst du die alle wieder, ne? Die Mutter von Sheldon, die hat ja da die Schwester gespielt von der Roseanne. Der Leonard hat ja mitgespielt, ne? Der Galecki hat da mitgespielt. Ja, auch hier die Gilbert hat mitgespielt. Seine Freundin oder seine... Sarah Gilbert. Mhm. Die hat ja in... Darlene gespielt. In Roseanne hat sie ja die Freundin von ihm gespielt. Die Darlene, die Tochter, eine der Töchter von der Roseanne, ja. Na, die haben doch am Ende, glaube ich, so ja noch geheiratet und ein Kind gekriegt, glaube ich, ne? Ich weiß nicht genau. Ich fand bei Roseanne, das fand ich sehr toll. Ich habe die sehr genossen, die Serien. Aber ganz zum Schluss, wo die dann so super reich waren, da war das einfach furchtbar. Ja. Das war überhaupt nicht mehr schön. Ja, ich muss zur Waage. Oh, ich kann dran vorbeifahren. Okay. Ja, dann haut da ab, ey. wir fahren ja um die Ecke und warten. Und dann steht da auch noch einer. Weil das ist ja die Revanche, weil wir mussten ja bei der Hinfahrt dran. Ja, ist Revanche, richtig. Genau. Richtig. Nicht bremsen, sollst du erst sehen. Vielen Dank, gute Fahrt, Wiedersehen. Du mich auch. Port Boulevard. Kommt kein Gegenverkehr, dann können wir einen schönen großen Bogen fahren.
weil das ist nämlich ein bisschen doof da, weil ich direkt da aus dieser Waage rauskam und dann sofort so scharf abbiegen musste. Aber wenn kein Gegenverkehr kommt, dann kann man sehr schön großen Bogen fahren und dann passt das. Ja, hast du. Du hast ihn jetzt mal eben in den Graben geschubst. Mal gucken, ob ich ihm auch noch einen verpasse. Nee, ich komm rum. Aber ich habe extra noch einen größeren Bogen gemacht. Ich habe ja auch extra richtig, richtig, richtig abartige Anhänger ausgesucht. Die Frage ist ja auch, was macht die KI hier? Die haben ja nichts zu suchen. KI? Ja. Ist ja. Industriegebiet, ja. Ja, manchmal ist das ja... Achtung, hier steht Luxen. KI ohne I, ne? Was, ja. Luxen? Ja. Ja. Motor kaputt. Ach ja, Manfred ist das. Manfred habe ich doch eingebaut da auf Julingen, da in den Bergen steht er da mit seinem Trabi vor dem Schild. Limit Ball. Yay! Das Tönen hier so schön dörflich und ländlich. Ja, hier könnte ich mir halt vorstellen. Aber gut, die Industriegeschichte hier rechts ist jetzt nicht so schön. Ansonsten, okay. So von der Gegend her, nicht schlecht. Und du hast hier noch eine Menge Freiraum zum Häuserbauen. Aber das ist so, weil ich schon mal so nachdenke. Wenn ich mir das so richtig aussuchen könnte, wo ich leben könnte, in welchem Gebiet, ne? Und in welcher Gegend und unter welchen Umständen. Da denke ich schon mal so drüber nach, wenn ich da freie Wahl hätte. Ich glaube, ich würde entweder in den USA oder durchaus auch in Deutschland, aber nicht so nah oder in so einer großen Metropole. Also hier in Kiel würde ich nicht wohnen bleiben. Wahrscheinlich hier an der Ostsee schon, aber irgendwo in so einem kleinen Dörfchen oder so eine Mini-Kleinstadt, also eher ein Dorf, was aber schon so ein Einkaufszentrum vielleicht hat oder so, ne? Wo man so ein bisschen... Tankstelle, Ärztehaus sollte da sein, Marktplatz vielleicht, aber eher noch Dorf. Und dann aber gerne irgendwo, wo 40, 50 Kilometer mindestens ist bis zur nächsten großen Stadt. Weil, wenn das nämlich ungemütlicher wird, wenn politische Unruhen kommen oder so, dann geht das ja in den Metropolen als erstes mal zur Sache. Das ist so der Hintergrund. Was ist denn hier los? Ach nee, hier brauchst du ja nicht rinfahren. Nächste Einfahrt. Ich hab mich jetzt gewundert, warum steht denn der Trailer hier so komisch? Ja, Julia, Fehmarn. Was? Schöne Insel. Fehmarn. Nee, auf der Insel würde ich auch nicht unbedingt wollen. Aber so in der Nähe, da ist ja Heiligenhafen, Schönberg, da irgendwo so ein kleines Dörfchen, dass man vielleicht zu Fuß bis an die Küste, bis an den Strand kann oder so, fände ich gut, ne? Ich glaube, ich warte mal, bis ihr das eingeballert habt, da bevor ich dann komme. Ich bleib mal hier einfach stehen. Na, ich hab gehört, in Amerika gibt's jetzt wieder freie Plätze. Was für freie Plätze? Na, zum Zuwandern. Ja, ach, ich fange da jetzt mit fast 60 nicht an auszuwandern. Weil viele Amerikaner wandern jetzt aus. Warum? Wegen Trump? Ja. Ja. Ehrlich, geht das so weit, dass die auswandern deswegen? Also, wo ich das gehört habe, hab ich mir gedacht, also, was stimmt mit euch nicht? Ach, ich sag mal so, ich bin ehrlich gesagt auch nicht begeistert, dass der das gewonnen hat. Ich bin auch besorgt, weil der ist wirklich ein Trampeltier. So kommt der wirkt er auf mich. Aber zu allem zum Trotz, vielleicht mache ich mir jetzt Feinde, ne? Der hat jetzt nicht nur Scheiße gebaut. Ja, also vielleicht macht er ja was gar nicht so Schlechtes. Und wenn, ganz ehrlich, ist meine Meinung, wenn der das schafft, den Krieg in der Ukraine zu beenden, selbst wenn die Ukraine ein bisschen Land abtreten muss, Hauptsache das Sterben hört auf, dann finde ich das schon mal gar nicht mal nur schlecht, weißt du? Genau, Ruhe reinbringen. Ja, irgendwie, das ist ja furchtbar, wie das da eskaliert. Ach ja, schade, keine 150, ich beherrsche alles. Kann ich leider nicht anklicken, ich bin sehr froh, habe ich eine gute Ausrede. Jetzt ist das auch noch so leicht, wir haben ja noch eine Viertelstunde über, was machen wir denn mit der Viertelstunde? Da kannst du versuchen, den rückwärts einzuparken. Nee. Ich habe gesagt, eine Viertelstunde, nicht 4 Stunden. Na, oder du fährst ja immer um den Block. Nee. Guck mal, da hinten steht noch eine alte Maschine zum Verschrotten. Nix da. Ist nicht. Kannst du ja mal probieren mit Trainerfalten. Ach, das kannst du doch besser. Ja, ich kann das ja, aber du musst ja auch noch lernen.
Oh, glaubt man, dass ich das auch schon gemacht habe. Keine Sorge. Das habe ich auch schon gemacht. Ach ja. Aber ich finde es auch immer wieder schön, wie sie die Animation hier reingekriegt haben, ne? Ja, können wir mal ein bisschen gucken. Ich habe mir das ja noch gar nicht angeguckt, da. Oh, ich habe ja noch gar nicht alles fertig. Ich habe noch vier Blöcke. Zwei Blöcke in Just in Time und zwei Blöcke in wirtschaftliches Fahren kann ich noch vorgeben. Warte, hast du ein Level abgekriegt? Ja. Ich bin auch ein Level aufgestiegen. Unglaublich. Ist ja verrückt. Da fahren die Schrottautos hier die Treppe hoch. Ja, warte, das gucke ich mir auch mal an. Und dann fallen die hier runter. Und dann ja, erstmal Schrott. Der holt mit einem Magneten das Ding nach oben. Dann fährt die Rampe hoch. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ach, guck mal, da steht auch noch. Ist das eine Douglas oder was hier? Eine zweimotorige. Ja. Wie geil. Ich würde so ein Flugzeug so gerne fliegen, ma. So eine aber DC-10 ich kann das durch. Nicht. Ich habe das schon mal versucht. Ich bin so gescheitert. Ich habe mich ja immer noch geweigert, irgendwelche Hilfen anzumachen. Entweder fliege ich die auf realistisch oder gar nicht. Also gar nicht. Ach, irgendwann werde ich das nochmal versuchen. Ah, und guck mal, hier am Zaun haben sie noch eine Cessna geparkt. Was? Eine Cessna? Da steht... Die ist ein bisschen komisch runtergekommen. Da steht Julia Let's Play dran. Ja, ich weiß, was? Ja. Yuma heißt die doch. Ja, das ist ein 172er, würde ich sagen, ne? Ja klar, 172er, Skyhawk. Jetzt muss ich doch mal da reingucken. Ah ja? Ja, kann man erkennen. Das ist die noch mit dem Uhrenladen. Ein bisschen verpixelt, aber es geht. Ja, das reicht. Für einen Truck-Simulator reicht das völlig. Ja, das... Normalerweise guckst du ja nicht darin. Ja. Da fährst du halt nur dran vorbei. Ja, genau. Ne, aber wenn einer mal reinguckt, dann kriegt er wenigstens ein bisschen mehr als nichts zu sehen. Ja. Und das finde ich genau gut austariert. Da muss ja auch so ein bisschen die Ressourcen schonen, aber wenn einer mal guckt, zum Beispiel wenn du hier in diese, was ist das für eine, diese zweipropelligere, wenn du da reingehst, die hat innen keine Texturen. Ja, da guckst du raus. Mhm. Und da finde ich das schon ganz schön, wenn sie so ein bisschen was machen. Ja, das finde ich sowieso. Man sollte beim ATS, auch beim ETS, so die Umgebung ruhig mal so ein bisschen abfliegen mit der Kamera. Das ist halt eine Wertschätzung, weißt du, für die Mühe. Das hat ja irgendjemand, hat sich ja die Mühe gegeben, hat das gestaltet und alles hingefummelt. Und was ist das, was bringt das, wenn sie alle nur herkommen, den Trailer abschmeißen und dann wieder abhauen, ne? Ja. Ja gut, aber man muss ja auch sagen, viele nutzen ja die Flycam nicht. Ja, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, so ein Erklärbär-Video, wie das geht. Guck mal, hier in der Halle hinten, ne, das sieht ja aus wie so eine Hangarhalle. Da steht auch so ein alter Truck, wo die Räder quer sitzen und alles. Steht da drin, auch nicht schlecht. Da wo der, ja, ich weiß nicht, ob der in den gleichen parkenden Autos hat. Ich habe hier so ein gelbes Cabrio und dahinter in der Halle. Ja, genau. Da hängt noch ein Motor an der Decke. Ja. Genau. Ich habe das auch mal gehabt, wenn man in die Gebäude reingeht, dann ist ja meistens auch keine Textur, ne? Aber ich habe das letztens mal gehabt, das ist auch in einem Video von mir. Da bin ich an so eine Raststätte hingegangen und sah dann da drin eben Regale und eine Theke und eine Kasse und auch Leute stehen, die sich so ein bisschen animiert bewegten. Und dann mich mit der Kamera da rein, tatsächlich, das hat ein Innenleben. Also das ist auch nicht jedes Mal so. Das sieht fast aus wie bei Morlock Motors. Kenne ich nicht. Hier so mit Stereoanlage, dann steht da ein Sofa, ein alter Sessel. Wo? So ein Kleiderschrank. Na, in der Halle, wo der... wo der alte Truck steht, ja. Ja, Stereoanlage, ja, ein bisschen... Ja. Dosen und Öl drauf und dann so ein Sessel, der so aussieht wie Sheldons Platz. Ja. Das war ja auch so eine geile Folge. Wo die sich da auf diesen roten Sessel gesetzt haben, den sie ja von unten hochgeholt haben. Vom Sperrmüll. Ja. Ja, mit den Krabbelfiechern. Den hat da unten einer hingestellt. Ja, ja. Das war das Richtige für Sheldon. Ja. Und Sheldon dann erstmal so, das ist doch unhygienisch. Und dann fand er den aber cool. Bis er sich bewegt hat. Ja. Ach, guck mal, draußen steht auch nochmal so eine alte Karre rum. Ist der gleiche. Ja, und daneben steht ein alter A4. Ja.
oder A6. Verbrannt. Ah. Ausgeschlachtet. Ja. Oder was ich auch so gut finde, das sind so manche Dialoge, die sie da drin haben. Stuart, ne, vom Comicbuchladen, kommt mit Penny nach Hause, weil die aus waren. Penny sagt, ja, kommst du mit rein, noch einen Kaffee? Und er so, was ist 10:30? Ist ein bisschen spät für Kaffee? Und sie so, ach, du bist so süß. Du denkst wirklich, Kaffee heißt Kaffee. Ja. Ja, sagt sie, komm, ich hab koffeinfreien. Ja, dann sagt er, ne, in dem Moment kommt Sheldon aus der anderen Tür raus, ne? Und sagt, was macht ihr? Ja, ich war ja mit ihr aus und so, ne? Und er so, ja, sagt er, ich hätte da mal noch eine Frage, ne? Von den Superhelden-Comics da und so, ne? Ja, sagt er, ich wollte jetzt hier mit der Penny noch einen Kaffee trinken. Und er so, ist das nicht ein bisschen spät für Kaffee? Ja, nee, geht schon, sie hat koffeinfrei. Und er sagt, ich guck schon mal, wo mein koffeinfreier Kaffee ist. Und dann sagt er so, pass auf, sagt Sheldon so, ich habe da eine Frage. Also hier, wenn Superheld da und da, müsste der dann nicht, ne? Weil Stuart ist ja der Comic-Freak, der kennt sich ja aus, ne? Und da sagte er dann so, oh nein, Sheldon, ich fürchte, da liegst du mit deiner Ansicht mehr als falsch. Und dann Sheldon verdreht den Kopf, mehr als falsch? Falsch ist eine absolute Behauptung, da kann man nicht zu steigern. Und Stuart so, natürlich kann man das. Als Beispiel, es wäre falsch zu behaupten, dass eine Tomate Obst wäre. Mehr als falsch wäre es zu behaupten, sie sei eine Hängebrücke. So eine Dinger finde ich immer so knorke da. Guck mal, hier hängt so ja Werbung für den Comedy Club. Hä? Wo? Wo? Comedy Club Tonight. Ach, da oben steht auch noch einer. Na, wenn du hier die Straße wieder runterfährst Richtung City. Also mit der Kamera bin ich gerade. Ja, gleich guck hier eben was. Ja? Dann hängt hier noch The Tarpet. Das ist doch hier wieder so was. Am Schrottplatz vorbei. Wie weit denn? Na, wo bist du denn jetzt so lang gefahren? Jetzt bin ich in dem Dorf. Die Strecke zurück, die wir gekommen sind. Na, hier gibt's so ein Hotel, das heißt Little Rose. Motel. Ich bin jetzt wieder hier bei der Holzgeschichte, wo die Häuser sind. Wo ich gesagt habe, hier ist das ganze Industriegebiet. Nee, andere Richtung. Dann kommt der Schrottplatz. Warte mal, du kommst hier vom Schrottplatz raus. Ja, vom Schrottplatz. Dann rechts abbiegen. Ja. So, dann die nächste wieder rechts. Der Teich, vor dem Teich noch. Was für ein Teich? Ja, hier ist Wasser. Nee, ist doch nicht, ist zugeploppt. War kein Wasser, war ein Loch in der Map. Nee, also wie gesagt, vom Schrottplatz rechts raus und dann die nächste gleich wieder rechts, ja. Richtung Medford. Doch, dann kommt aber Wasser. Ja. Das ist weh. So, und dann hast du hier gleich... Der erste Laden ist Little Rose. Nee, hier ist Wasser, hier ist ein großer See und Brücken. Ja. Ja. Ich sage rechts, nicht links. Ja. Oh. Ich komme aus dem Schrottplatz raus und fahre rechts und dann sofort wieder rechts. Und dann kommt eine Kurve und dann kommen Brücken und dann kommt ein See. Bin ich hier rechts, rechts. Dann kommt die Ortseinfahrt, dann kommt das Hotel. Nix Hotel, hier sind nur kleine Häuschen. Und wenn ich denn nochmal rechts, dann kommt noch ein Motel mit Wifi und Pool. Ah, du meinst von unserer Firma rechts. Ja, jetzt kommen Häuser. Ja, das ist ein anderer Schrottplatz. Wir hatten noch einen da, Little Rose. Ach so. Wenn ein Stück zurück ist, kommt nochmal so ein Schrottplatz mit ganz vielen Schrottautos. Hier Mr. Flix, For Lease, Best Endurance, hier Versicherungsfritze ist hier. So, was meinst du jetzt? Dann kommt eine Kreuzung. So, dann, und an der Kreuzung, dieses Backsteinhaus, ja? Da hast du, wenn du denn mal nach links guckst, da hast du doch so kleine Werbeplakate dran. Lucky. So mit Rainbow, ja, also Regenbogenpferde oder Einhörner nennen die sich ja. Nee. Ich sehe da Backsteingebäude und dann links daneben ist da Lucky. Wieder ein Stück zurück und in den kleinen Berg hier hoch. Also da, wo zurück. Du runtergekommen bist. Ja. Ja, und dann guck dir mal das Backsteingebäude genau an der Seite. Da hängen so kleine Da, wo Mr. Fix-It ist und Verlies und so. Genau, aber da musst du noch wieder jetzt, wenn du davor stehst, ein Stückchen nach rechts gehen.
Da kommst du an den Café vorbei, so ein kleines ja. Mini-Café ist da, und dann hast du die Plakate. Ach, da die kleinen Papierzettel da dran. Ja, ja, ja. WWJD. Mit Jesus, ja. Ja, ja, mit Jesus. Was soll das bedeuten? So, und dann das vierte Plakat. 9, 9, 9. Was soll das sein? Das ist doch was. 9, 9, 9. Das vierte W, das 2, 3. Da steht Tapit drauf. Beim ja, vierten. Ja. Und ja. Ach, da sind und die rechts 9. Und links da, dieses komische Zeichen. Das sind 6. Das sind 6. 6, 6, 6. The Number of the Beast. Das ist irgendwas Böses. Ah. Satan-mäßig. Ah. Ja, ja, 6, 6, 6. Number of the Beast. Und guck mal, da steht sogar eine Telefonnummer drunter. Ja, ruf mal, an. Mal anrufen. Und da hängt auch das Plakat mit dem Comedy Club. Comedy Club, yo. Tonight. Heute Abend. Haben wir ja Glück. Ja. Ach, guck mal, hier hängt sogar ein Plakat von Luxen. Was? Was? Ja, Missing. Ja. Missing. Die Zeit ist um. Wir haben uns verquatscht. Oh, over ja. Ja, ja, ja. Oh. Aber pünktlich. Ja, ja, ja. Seht das gerade. Rainbows everywhere. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, ich denke mal, hoffe mal, glaube mal, wünsche mir, dass wir beim nächsten Mal wieder mehr sind. Also, liebe Bibi, lieber Luxen, lieber Sascha, lieber Siggi, schreibt doch mal in unsere Meldehütte rein, ob und wann ihr demnächst samstäglich abends mal wieder Zeit und oder Lust hättet, hier mit uns zu fahren. Dann machen wir dann demnächst, vielleicht nicht gerade nächste, muss ja nicht gleich nächsten Samstag sein. Gucken wir mal, wie es passt. Aber ich würde ja ganz gerne noch vor Weihnachten noch ein oder zweimal sowas machen hier. Ja, das wäre nicht schlecht, oder? Sonst fahren wir wieder zu dritt. Genau. Jo. Ja, dann also, sag ich mal, jo. Lasst uns noch ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei und vielleicht sind wir dann wieder in einer anderen Aufstellung. Gemeinschaftliches Tschüssikowski. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Und tschüss.